Hallo liebe Freunde, mein Name ist Jackie Lehmann. Ich bin der Front-of-House-Sound-Engineer von Saxon und habe natürlich wie alle unter dem Corona-Lockdown zu leiden. Ich wollte die Zeit ein bisschen nutzen und habe mein FOH-Rack hier bei mir im Audio-Sound-Studio aufgebaut und möchte euch einen kleinen Einblick über meine Arbeitsweise und meine Pult-Konfiguration geben. Viel Spaß dabei! So, jetzt sind wir schon mittendrin in der Live-Session, die ich in Düsseldorf von Saxon vom letzten Konzert aufgenommen habe, bevor der Lockdown begann. Und ich will euch erstmal meine Ebene, rechte Seite, Pult, sozusagen meinen Direktzugriff zeigen. Da haben wir Kick, Snare, Hi-Hat, Toms, Bass, Gitarre links, Gitarre rechts, Keyboards und die beiden Vocals und ein paar Vocal Returns. Kicks, wenn ich das mal im Multi euch zeige, ist Kick 1 91A, Kick 1 52A, Kick 2 wieder ein 91A und Kick 2 52A. Die sind alle inside gemountet und ja, wenn ich das mal aufmache, unfold, hier seht ihr praktisch die einzelnen Kick-Kanäle. Was euch wahrscheinlich auffällt, ist, dass die EQs, die dort gesetzt sind, alle mehr oder weniger gebypassed sind. Das hat den Grund, dass meine Kicks über ein Waves Super Rack geinsertet sind. Wenn ihr das hier mal seht, ist hier sozusagen, seht ihr hier Kick 1, wo praktisch zwei Kanäle Kick reingehen. Wenn ich das hier mal aufmache, haben wir dann praktisch hier den Omni-Channel, den ich ganz gerne nehme. Dann habe ich als zweites in diesem Channel einen Talk Live und zu guter Letzt der In-Phase, weil ja praktisch Kick-In zweimal reinkommt und die doch ein bisschen Phasen verschieden sind. Also wenn ich das jetzt hier mal measure, dann wird er hier gleich in der Kick so ein bisschen einen kleinen Versatz der Phase feststellen. Jetzt sind wir absolut phasenrein. Hört man jetzt ja auch hier. So, das ist Kick-In 91A, Kick-In 52A. Ähnliche Sache haben wir bei der Snare. Leider passiert jetzt hier gerade nichts in der Snare. Aber auch da haben wir sozusagen Snare-Top, Snare-Bottom als Dual-Channel angelegt in dem Omni-Channel, den ich wirklich mag, weil er sehr analog klingt. Also wenn wir hier auf mein EQ raufgehen, sieht man hier, beide EQs sind verschieden eingestellt. Und ja, dann gehen wir mal zurück. Und hier ist dann danach ist noch ein Abi drin. Und auch hier haben wir wieder das in Phase. Gehen wir zurück hier und gehen hier mal wieder raus aus dem ganzen. Jetzt wird meine Maus nicht. Ah, hier sind wir. Okay. Wieder zurück. Genauso ist es halt mit den Toms. Die werden allerdings im Pult EQ'd. Bassgitarre gibt es einen Bass DI und einen Bass Amp Out. Die Bass-Amp-Out, werde ich euch auch noch mal zeigen. Bass-Amp-Out habe ich sozusagen hier auch wieder ein kleines Plugin drin, wo, das wäre die andere Maus, ein bisschen kompliziert noch. Ja, geben wir mal Bass, nennt sich dann hier Bass-Distortion. Kann ich euch auch mal vorspielen. Das wäre dann hier der Clean Sound. Genauso gibt es bei den Gitarren jeweils zwei Kanäle. Das ist jeweils ein Camper Out, die komplett gleich EQ'd sind, wo ich halt nur zwischen linker und rechter Seite ein bisschen Delay geschaltet habe, damit es ein bisschen räumlicher wird. Hier ebenso wieder
Den gibt es halt im Keyboard-Kanal. Da habe ich ein Keyboard, was aber Assist mit den Bass-Pedalen spielt. Und noch ein Sampler, der ein paar Effekt-Sounds vom Drum dazu gibt. Dann habe ich hier allerdings einen relativ schönen und schnellen Zugriff auf meine Kanäle zum Mixen. Könnte das theoretisch auch mit einer SD-11 mischen, mit eben nur 12 Federn, weil man doch relativ fix an alles rankommt. Hier gibt es dann noch die Vocals. Das ist mein Backing-Vocal vom Bassisten und Lead-Vocal. Auf den Lead-Vocal-Kanal möchte ich auch nochmal kommen. Habe ich momentan gemutet. Und jetzt hier mal schauen, ist das hier ein typischer Vocal-Kanal bei mir. Gibt es halt den Primal Source Expander. Dann habe ich den F6 als Vocal EQ. Bei meinem Leadsänger habe ich dann auch noch einen De-Esser. Ups. Und zu guter Letzt halt den API als Kompressor der ganzen Geschichte. So, genau, jetzt wieder zurück ins Overview. Und hier ist ganz normal ein Vocal Reverb. Wenn ich noch mal zeigen will, was im Vocal Reverb bei mir passiert. Da habe ich einmal einen Doubler drin, ein Airverb und ein kurzes H-Delay. Und das Vocal Delay, Tapping Delay, was ich oft benutze, da nehme ich das Digico eigene und tap es auf dem Makro. Ja, dann machen wir mal noch die einzelnen Input-Kanäle zeigen. Also das ist meine auf der linken Seite im ersten Layer die Seite mit Kick und Snare und Hi-Hat und Ride. Das sind so die wichtigen Sachen am Schlagzeug, wo ich öfter ran will. Dann sind hier halt auch die Schlagzeug Reverb, also oben Reverb und Long Delay. Da kann ich euch auch nochmal ein Wave zeigen, was das bei mir ist. Also das ist der Vocal Raum vom Airverb. Dann habe ich ein H-Reverb für meinen Snare-Hall und dann ein H-Reverb für den Large-Hall, den ich für meine Snare ab und zu mal brauche. So, dann haben wir die zweite Ebene. Da sind dann meine Rack-Toms und Floor-Toms aufgelistet. Es gibt ein Rack-Tom, da sind zwei Mikrofone dran, also praktisch Rack-Tom 1, Rack-Tom 2. Dann gibt es das Rack-Tom 3, Rack-Tom 4, Rack-Tom 5. Das sind alles Clip-Mikrofone von Audio-Technica, die wir da nutzen. Und dann habe ich die Floor-Toms 1 und 2 und das Gong-Tom. Da benutze ich einen Sennheiser 904. Kommen wir nochmal zurück zur Snare. Für Snare nehme ich oben ein Beta 57A und als Bottom ein 604 Sennheiser. Für die Hi-Hats nehme ich zwei Audio-Technica Kondenser. Overheads sind auch Audio-Technica Kondenser. Und Overheads gibt es insgesamt drei. Das hier mal aufmachen. Ja, Overhead links, Overhead Center, Overhead rechts vom FOA aus gesehen. Nächste Zeile wären dann, wir haben direkt zurück zu den einzelnen Spuren der instrumentalen Sachen. Also wieder Bass DI, Bass Amp, Gitarre 1, zwei Kanäle, Gitarre 2, zwei Kanäle, ein Gitarrendelay, was ich sukzessive bei manchen Solos und Spezialstellen einsetze. Dann meine beiden Keyboard-Kanäle und der Sampler. Und dann gibt es noch ein Spare-Vocal drahtgebunden, was da dann auch noch aufliegt. So, dann gibt es auf der Seite eigentlich nur noch einen Extra-Channel. Da sind Ambience-Mikrofone drauf von der Bühne und vom FOH für den Fall des Recordings. Dann gibt es den Record-Out, wo ich eben auch sozusagen Rundfunk und Fernsehen, die bei mir einen Abgriff haben wollen, anfüttern kann.
Dann gibt es Monitor Talkback, FOH Talkback, CD, iPod, ein Intro, iPad und ein Video-Channel, wo ich ab und zu mal ein paar Einspieler von unserem Video-Ingenieur bekomme. Das ist eigentlich auf der Seite alles. Gehen wir nochmal auf die rechte Seite. Dort gibt es halt dann nach meiner Mix-Ebene gibt es halt die Effekt-Returns komplett nochmal aufgelegt, die Effekt-Sends und mein Send-to-Stage, wo ich zum Beispiel Intros zurückschicke oder gegebenenfalls auch Kommandos geben kann. Und dann haben wir hier die Sektion mit Gruppen und die Ausspieler, PA, Sub, Nearfill, Frontfill. Zu den Gruppen will ich euch noch was sagen. Also ich habe sozusagen eine Gruppe Hi-Hat, Overheads. Dann gibt es ein, das geht direkt in den Drumbus rein. Dann gibt es einen Kompressor, Snare, also Kick, Snare, Kompressor, Bus. Zeige ich euch gleich mal. Das ist ein extra komprimierter Parallelbus. Gehen wir mal gleich hin und nehmen den, solieren den mal. Und wie ihr jetzt hier im Bild seht, ist da ein SSL-Kompressor, der ziemlich hart kompressiert. Der geht direkt in meinen Bandbus hinein. Und dann haben wir hier das Schlagzeug, da ist auch ein SSL-Kompressor drauf. Der geht auch in den Bandbus. Der Hi-Hat-Kanal, der nutze ich einen internen Kompressor von der Digico. Der geht direkt in den Drumbus. Dann haben wir hier die Instrumentengruppe. Da müsste ich dann mal sozusagen die Vocals anmachen, dann seht ihr auch gleich, was da passiert. So, da ist ein F6 und ich sidechaine den ein bisschen mit den Vocals, sodass meine Gitarren dann in den Vocals ein klein bisschen reduziert werden. So, nächste wäre der Vocalgruppe. Da ist einfach nur ein SSL-Buskompressor drauf. Und dann kommen wir dahin, wo jede Sache der Band hingeht. Und zwar ist das mein Bandbus, mein Bandmaster. So, kann ich mal zeigen. Also da gibt es eine EQ. Dann habe ich den SSL-Kompressor, den ich halt lebe und fast überall einsetze. Zudem noch ein Max-Bass. Und dann, um es richtig schön ein bisschen fett zu kriegen, den L3 LL von Waves. Wie gesagt, alles geht dann später in die PA-Busse. Ich ziehe mal hoch. Zum Beispiel, das wäre jetzt die PA. Dann feed ich den Sub an. Kommt noch ein Nearfill dazu. Wegen mir ein Frontfill. Das sind alles Matrixen. Kann man natürlich dann auch noch verändern und der Gegebenheit anpassen. Aber das ist in etwa so die Geschichte, die ich da mehr oder weniger immer anfahre. So, dann bringe ich noch mal ein bisschen zu den zum Master gehen. Sekunde. Ich komme hier ein bisschen mit meinen Mauspads auseinander. So, dann gehen wir mal in den Masterbereich. Noch ein paar wichtige Sachen. Und zwar gehen wir mal ins Setup und gucken uns mal die Makros an. So, da seht ihr eine ganze Menge Makros, Save, Tap Delay, Vocal Effekte, dann Inputs, Guitar Delays on off, Bass on off, Mute on mute, PA EQ on off, Mute Vocal Effects, Shutdown Restart, Intro on, Intro off, Talkback on, Talkback off, Snapshot und Fader alle auf Null. Eine wichtige Geschichte möchte ich euch noch zeigen. Gehen wir mal in den Editor. Wie ihr schon gesehen habt, gibt es ein Waves On, Waves Off. Das ist dieser Makro. Da kann ich halt mit einem Makro alle Inserts des Waves ausschalten und sozusagen die internen Kompressoren, EQ schalte ich dann dazu. Ich zeige euch das mal kurz. Gehen wir mal in den
Beispiel in den ersten Layer geht's näher. So, jetzt ist ja noch alles aus. So, jetzt muss ich mal hier in meine Makrosektion gehen und sage jetzt Lace Off. So, jetzt sind wir komplett im internen. Alle Waves sind, Inserts sind aus und alle internen Sachen sind an. Das sehen wir dann auch hier auf der rechten Bank, zum Beispiel hier den Group Masters. Da seht ihr, jetzt sind interne Kompressor-Geschichten an und so weiter. Und wenn ich jetzt wieder das Waves anschalte, dann war wieder zurück. Und so funktioniert das relativ reibungslos. Also wenn mir das Waves dann wirklich mal abstürzen würde, bin ich da innerhalb Bruchteils einer Sekunde wieder und kann das Waves zurück einschalten und irgendwann zurück switchen. Ist mir zum Glück noch nie passiert, aber ist immer doch schön, so eine Option zu haben, falls es mal irgendwie passiert. So, das sollte erstmal mein erster kurzer Überblick über mein Setup sein. Ich denke, ich werde das demnächst noch mal ein bisschen vervollständigen und noch einige Specials zeigen. Aber soweit war es das erstmal von mir. Vielen Dank.